Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Atomic Heart. Nachdem unser Spiel gecrashed ist, machen wir an der Stelle hier wieder weiter. Er hat uns Gott sei Dank nicht komplett zurückgesetzt. Und ich werde jetzt diesmal das Teil hier auf dem Boden nicht anfassen. So, einmal drehen und nach hinten schicken. Sehr gut. Pestizidanzeigelösung jetzt bei 2%. Ja, ja. Wir werden alle sterben. Von mir aus, du zuerst. Ja, wenn. Oh, fuck. Komm, Elektroding. Du wirst sicherlich keine Monster hier erzeugen. Fuck, 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 fuck. Mehr. Drehen. Und Schuss. Was zur Hölle dauert denn so lange? Erstick an dein Pestizid. Komm. Das war's. Rauchpause. Und? Den Behälter. PA-400 ist aus. Wenn uns nicht was einfällt, sind wir tot. Ganz ruhig, Kumpel. Da, hier ist dein Behälter. Hast du eine Ahnung, was ich alles tun musste, um den herzuschaffen? Scheiße, nicht so! Das bringt ihn nicht um! Du solltest ihn hochjagen! Verdammt! Was tun wir jetzt? Er ist wach! Das Polymer anzünden! Deine Kette! Ihr habt eine Zigarette! Damit kann man das Polymer anzünden? Dieses? Ja! Stirb, Drecksding! Heilige Scheiße, er dreht durch! Er ist wütend! Wir müssen weg, bevor er... Warte! Verdammt! Oh, verdammt! Mein Bein! Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft! Scheiße, Sprossen! Steh schon auf! Mein Bein steckt fest! Schieß endlich! Es sind zu viele! Beeil dich! Ich versuch's ja! Erwischen Sie uns! Kannst du nicht besser zielen? Sie sind fast da! Steh auf! Steh auf! Ich versuch's ja! Ich versuch's! Scheiße! Nein! Nein, hilf mir! Oh, fuck! Mach es weg! Da, da, durch. Halt durch, Kumpel! Ich komme! Oh, Kacke. Der oh, da ist er hier. Wenigstens etwas. Jetzt haben wir mal ein kleines Problem hier. Du merkst aber auch alles. Schöne Zeit. Doch, runter von mir. Alter, what the fuck? Meine Fresse, war das abgefahren. Fähigkeit, Experimente und einzigartige Erfahrung. Du kannst Fähigkeit zurücksetzen. Ja, okay, das bin ich jetzt gerade nicht. Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Der Weg zu wissenschaftlichen Höhenflügen steckt voller Fallstricke. Fehler lassen sich nur vermeiden, indem man nichts tut. Mhm. Genau wie bei mir und Petrov. Wo genau muss ich denn jetzt hin? Ach, hier lang. Okay. Scheiß Dinger. War klar, dass ihr jetzt alle da seid, ne? Alter, ist da gerade eine XXL-Pflanze? Ne, oder? Das sah gerade irgendwie so aus. Und die Dinger sind wieder aktiv. Geil. Hallo. Komm, Alter. Holy shit. Was bist denn du für einer? Alter. Weg, 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 weg. Scheiße, ich muss den irgendwie am Rücken treffen. Fuck. Alter. Fuck, 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 fuck. Wo kommen die her? Ist im Arsch, okay. Scheiße. Okay, ich muss hier weg. Komm, nein, kann hier nicht drauf.
Alter, scheiße, nein! Nein, 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 nein! Fuck. Alter, wie viel denn noch? Alter. Scheiße. Scheiße. Komm, geh dort. Verdammt doch mal. Ah. Okay. Jetzt kommen wenigstens nicht mal mehr. Wo kommen die alle her? Oder spawnt er die scheiß Dinger? Mann! Ein Schrot. Oh, dieses Arschloch ist tot. Okay, Materialien. Alter! Mann! Bitte sag mir, dass da jetzt nicht noch mehr von denen kommt. Okay, wir müssen nach da oben. Schnell weg hier. Okay, speichern. Safe Room, Gott sei Dank. Ich brauche Munition. Arsenalverbesserung. Hinreißend. Wovon zum Teufel faselst du da? Welchen Busch meinst du? Den, von dem du den Polymerkanister hast, schöner Mann. Was? Du meinst diesen zugewucherten Schierling? Was ist daran so toll? Ich mag, wie er die Leute mit seinen Ranken erwirkt. Die Platz. Alter, dieser Roboter hat echt ein Problem. Total süß. Sag noch einmal was Krankes über das Töten von Leuten, dann gibt es eine Abreibung. Aber nicht für mich, Großer. Wer verschafft dir denn sonst Vergnügen? Dann reiß ich eben dein Sprachmodul raus, damit du Ruhe gibst. Das reparieren die Pichelas. Aber wenn ich du mag erhöht es, den Schaden, so verringert den Rückstoß. Schimpf mich aus. Sei streng mit Schaden gegen Roboter erhöht den Schaden. Halt die Fresse. Schalte deine Kartuschenaufnahme frei. Ich kann ein Magazin. Fuck. Na gut, machen wir mal Mündungsbremse. Für mehr Wumms. Okay, was kann ich mit der Kartusche jetzt Cooles machen? Mittlere Maustaste. Also ich hab da nichts. Okay. Na dann. Tschüss, Kowski. Charles, die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Ja, allerdings. Jetzt hätte er das. Oh, scheiße. Oh, ich kann die kaputt machen. Das ist good to know. Und der nächste. Komm, Mats einsammeln. Dankeschön. Tschüss. Roboter? Ja, komm her. Okay, da geht's nicht weiter. Gott sei Dank. Und was ist eigentlich mit der Open World? Es soll doch hier Open World sein. Ich bin die ganze Zeit hier in diesem Anlagenteil hier drin. Ich möchte mal raus. Das nächste Stimme wird vermutlich passieren, wenn der Baum hier fertig ist. Dann kommt uns irgendwas besuchen. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum jetzt entspannen. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Alles klar. Können wir jetzt rausgehen? Das sieht nicht so gut aus, aber okay, machen wir mal. Wir haben es geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe, ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Ja.
Ja, klar. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Gott sei Dank. Das Tor ist offen. Wir können den Vavilov-Komplex verlassen. Na, endlich. Gott sei Dank. Ab jetzt will ich keine verdammten Kanister mehr sehen. Charles, wie ist Sheridan Sacharow gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Und Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist. Doch. Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Oh, Scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja, kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen. Zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. Also das ist eine ziemlich lange Liftfahrt. Ich glaube, das ist die Alternative zum Ladebalken. Jetzt könnte es aber mal fertig sein. Spiel? Oh, das klang gut. Wir müssen zur Station Lesnaya und den Zug nach Solnetschnaya nehmen. Zugfahren! Und daraus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Zugang gewährt. Okay. Können wir was verbessern? Oh, wir haben 118. Ohne Mehrschuss. Er hat schon kein Ziel an der Oberfläche mit einem Strahl. Kampfpolymer beschießen. Kampfpolymer kann entzündet, elektrifiziert oder eingefroren werden. Energie. Waffenverbesserung erweitern die Rezirkulationskammer der Waffe um eine weitere Energiezelle. Ja, bitte. Was haben wir hier? Okay, Energiedichte, Sparsamkeit, 104. Schock. Charakter. Taktische Neuerung, Kompressionsrucksack. Weitere Verbesserungen in der Kompressionsart erhöht die Kapazität. Ja, warum eigentlich auch nicht? Und das war's an Verbesserungen. So, raus hier. Und alles einsaugen. Gibt's hier noch mehr? Oh! Das ist nicht mal so schön mehr am Anfang. Oh, na toll, die Dinger. Scheiße. Chelas. Was machen die hier? Sie reparieren defekte Roboter. Je mehr Chelas da sind, desto schneller wird die Reparatur ausgeführt. Die sind gerade nicht gefährlich. Geh weiter und beachte sie nicht. Aber. Es ist aber scheiße. Alter. Nein, ich warte lieber. Einer von ihnen hat eine Kamera. Es wäre gut, wenn er mich nicht sieht. Okay, das habe ich Treles und der Windfinger WTG. Okay. Da habe ich das regionale Uplink des Ökosystems, hat sich mit Hilfe eines Windgenerators in der Luft. Ein Habicht kann über ein Terminal gesteuert werden, wenn die Löwenzahn-Überwachungskameras feindliche Aktivitäten aufsehen. Mit einem Alarm der Stufe 2 an die nächste Roboterfabrik geschickt, um Verstärkung anzufordern. Aha. Alles klar. Hier sind überall Kameras. Wohin übertragen Sie, was Sie aufnehmen? Informationen der Sicherheitskameras werden zum fliegenden Roboterkontrollknoten Habicht geschickt. Aha.
Und was macht er, wenn er mich in einer Aufnahme entdeckt? Bei einer Entdeckung wird Alarm der Stufe 1 gegeben. Und alle Roboter in der Nähe kommen zu deinem aktuellen Standort. Sieht eine Kamera, ja, das ist aber irgendwie ungeil. Roboter wird Stufe 2 ausgelöst. Und der Habicht entsendet weitere Kräfte. Alter, tut ihr das also durchgehend jetzt hier reparieren oder was? Alter, nein. Wie erkenne ich die aktuelle Alarmstufe? Deine Polymernetzhaut ist mit einer Alarmstufenanzeige ausgestattet. Alter, was unendlich. Alter, okay, dann gehen wir hier jetzt erstmal. Ist sehr ungeil. Tun die mir was? Ja, vermutlich ja. Und da. Okay. Gegner, die sich dann wieder selbst regenerieren. Geil. Halten aber nicht allzu viel aus. Wow, holy shit. Der lebt ja noch. Licht aus. Welche Roboter der Anlage sind sonst noch gefährlich? Alle vermutlich. Auch ja, hätte ich auch gesagt. Kovas, denn sie operieren autonom und sind nicht ans Netz angeschlossen. Also hat der von Petrov infiltrierte Hauptsender keinen Zugriff auf die Tereshkovas. Endlich mal jemand, Schatz, der das Licht auf mich abgesehen hat. Na schön, danke auch für nichts. Ja, vernetzen ist halt nicht immer geil, ne? Kollektiv hat offenbar eine unverhältnismäßig hohe Anzahl Roboter in dieses Gebiet geschickt. Ich empfehle heimliches Vorgehen. Ich komme jetzt schon zu spät zum BDNH. Sechenov meinte, ich müsste mich beeilen. Ein Frontalangriff führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod. Solche Sicherheitssysteme kenne ich, Charles. Die kann ich umgehen. Oh, holy shit! Warum bist du auf dem Klo gesessen? Alter. Aber da habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das sind vermutlich die ganzen Barrieren, dass ich hier nicht einfach mal so frei rumlaufen kann für den Moment. Ich meinte, ich habe da hinten... Ja, da ist die Kamera. Ah, gibt es hier Goodies? Ja, ein paar zumindest. Okay. Ja, da kommt schon wieder der nächste. Kamera? Ja. Tust du mir weh? Ja. Fuck. Gottflinte. Was ist das? Komm her. Ins Haus rein. Okay, sehr gut. Materialien. Okay. Ich kann man nicht looten, dich auch nicht. Aber was wir oben so haben. Dich? Nö, nee, auch nicht. Und hätte noch eins nach oben. Nice. War das nix? Was? Hashtet Fluglinge. Was ist das Witziges? Ja, klar. Und das Teil funktioniert wieder. Mann. Jetzt nicht mehr. Autsch. Ich bin hier komplett falsch. Oder kann ich da... Du nicht. Also ich komme da auch nirgendwo durch. Fuck. Ja, toll.
Die Dichtung. Fuck, 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 fuck. Okay, Gott sei Dank. Ah, mein Headset hat sich gerade gemeldet, dass er Low Battery hat. Sehr cool. Da geht's nicht weiter. Oh. Was ist das? Können wir uns mit diesem Gerät in das Sicherheitssystem hacken? Sich ins System einzuhacken wäre gar nicht so einfach. Zugang verweigert. Bitte gültigen Code eingeben. Ja, toll. Wo ist das Feuer, Söhnchen? Oma, bist du das? Du hast die alte Oma Sina also nicht vergessen. Die Super-Oma lebt noch! Schön. Wie geht es dir im Wavilov-Komplex? Gefällt dir dieser süße kleine Busch, den sie da haben? Dieser süße kleine Busch hat mich fast umgebracht. Ich konnte gerade noch entkommen. Und jetzt sitze ich mit diesem verdammten Volan fest. Ein kleiner Tipp für dich, Söhnchen. Du brauchst größere Waffen. Dann kannst du diese fiesen Dinger problemlos ausschalten. Tja, an Waffen kommt man hier aber nicht so leicht. Besuch mich in meiner Hütte. Ich finde einen Bauplan für dich. Damit kannst du dich in den Volan hacken. Ich habe hier irgendwo noch Codes dafür. Deine Hütte? Was für eine Baba Yaga wäre ich denn ohne eine Hütte auf Hühnerbeinen? Du bist wirklich einzigartig, Oma. In Ordnung, ich komme zu deiner Hütte. Wo ist sie? Siehst du das Feld auf dem Hügel? Jo. Die Straße von dem Turm aus entlang. Geh in die Richtung und warte auf mich. Dauert nicht lange. Alles klar. Das heißt, wenn wir das dann hier hacken, dann ist hier das ganze System aus, oder wie? Ja, mal sehen. Also, wieder nach unten. Aber wenn es dann so ist, dann müssen wir immer nach dem Teil hier Ausschau halten. Damit uns hier die ganzen Roboter nicht auf den Sack gehen. Ja, der ist jetzt natürlich wieder repariert. Alter! So. Super, Oma. Bin fast da. Okay, ich dachte, da steht sie jetzt gerade. Erstmal gucken, ob wir wieder Zeugs mitnehmen können. Werkbank. Das ist auch noch so ein Teil. Okay, F. Holy shit! Was zum... Lass mich los, du Mistkerl! Was? Wurde auch Zeit. Das Scheißteil hat mich fast getötet. Alter, ist unsere Oma krass drauf. Jetzt bin ich ja da, Söhnchen. Echte Power. Danke für deine Hilfe, Oma Sina. Also, wo sind deine großen Knarren? Die werde ich brauchen. Trink erst mal ein Tässchen Tee. Da steht der Kessel, bedien dich. Okay. Netter Fernseher. Was läuft? Cartoons, setz dich, guck zu. Was zur Hölle ist das? Bezüglich der Berichte. Da ist dein geliebter Setchenov. Sieh es dir ganz genau an. In Anlage 3826. Die Störung wurde bereits behoben, Genosse Molotow. Alles läuft wieder normal. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Behoben oder nicht? Unsere amerikanischen Freunde werden wohl von diesem ungeheuerlichen Zwischenfall erfahren. Ist Ihnen klar, was das bedeuten würde?
Einen internationalen Skandal! Ich sehe durchaus... Durchaus? Unser Atomherzprojekt ist gefährdet. Mein Projekt. Ein Projekt, das ich schon vor diesem verdammten Krieg begonnen hatte, dem die Anerkennung von Ihrer Seite verweigert wurde. Wie viele Millionen Sowjetbürger mussten im blutigen Gemetzel dieses Kriegs sterben? Ich hatte geschworen, dass die Welt so etwas nie wieder sehen würde. Sehr schön. Dass Ihnen Menschenleben immer noch mehr bedeuten als Ihre mechanischen Spielzeuge, Genosse Sechenov. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir alle langsam von den Sanktionen des Westens erstickt werden. Genosse Molotow, Menschenleben haben für mich den höchsten Stellenwert. Das Zeitalter der kapitalistischen Ausbeutung endet bald. Die westliche Arbeiterklasse wird das Joch der Unterdrücker abschütteln. Ich verstehe meine Pflichten sehr wohl, Genosse Molotow. Die Polymerisation der Sowjetbevölkerung, der Start des neuronalen Netzwerks Kollektiv, das Atomherzprojekt. Von welchen Pflichten reden Sie, Genosse Sechenov? Wenn die Amerikaner herausfinden, dass ihre Roboter in den Kampfmodus versetzt werden können, ist ihr Projekt erledigt. Das kann ich Ihnen garantieren. Sie werden es nicht herausfinden. Wie gesagt, die Störung ist behoben. Genosse Sechenov, einige Mitglieder des Politbüros verlassen sich vielleicht auf Ihr Wort als Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften. Aber ich fürchte, mir genügt Ihr Wort nicht. Was soll das heißen? Das Politbüro hat den Beschluss gefasst, dass ich eine Sonderkommission leiten soll, die ihre Störung untersucht. Wir werden im Laufe des Tages in der Anlage eintreffen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Sechenov? Gewiss, Genosse Molotow, wenn die Partei es für notwendig hält. Heilige Scheiße, Omasina. Wie zur Hölle kannst du das empfangen? Direktverbindung. Ich habe meine Augen und Ohren überall, Söhnchen. Mach dir keine Sorgen, okay? Das geht dich nichts an. Außerdem wartet Arbeit auf dich. So, und jetzt weiß ich, woher die Stimme schon mal gehört hat. Das war die von Shepard. Das ist in der Ecke. Du kennst dich doch mit Volankurz aus, oder? Und nimm diesen Bauplan. Du kannst ihn meinem Fabrikator geben. Er beißt nicht. Im Gegensatz zu deiner Freundin. Was? Welche Freundin? Woher weißt du von dem? Du bist ein echter Schatz. Okay. Zugang gewährt. Waffen vermute ich mal. Dominator. Ungenügend Riss. Alter, Mann. Na toll, Fatboy. Schneeball, Bauplan erforderlich schon im Besitz. Aber wie komme ich an das? Metallteile. Ja, scheiße. Wollen wir mal hier Sachen kaputt machen vielleicht? Was ist... Schade. Ja, okay. Kann damit jetzt nichts anfangen. Rede mit Oma Sina. Du bist keine gewöhnliche alte Dame. Echt? Bist wohl etwas durcheinander, Söhnchen. Ich bin durcheinander? Du hast eine fliegende Hütte. Von der Decke hängt ein Quantencomputer. Jemanden wie dich habe ich noch nie getroffen. Du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb, nicht wahr? Ein paar Kleinigkeiten weiß ich nicht mehr seit meiner Verletzung. Aber an dich würde ich mich erinnern. Kleinigkeiten, sagst du? Jedenfalls hast du jetzt etwas echt Wichtiges zu tun, oder? Und ob. Ich muss zum WDNH. Gibt es hier irgendwo eine Station? Direkt hinter dem Dorf. Immer der Straße lang, nicht zu verfehlen. Behalte nur den Himmel im Auge. Okay, wie hast du überhaupt überlebt? Wie verfolgst du eigentlich? Sitz schon, du hast ein komisches Haustier. Ja, die komische Uhr da. Du hast ein komisches Haustier. Was ist daran komisch? Ich weiß, mein Spezialtee hat es in sich.
Aber das ist doch nur ein gewöhnliches Huhn. Absolut nicht. Das ist Anlage 3826, die reinste Smaragdstadt. Hast du noch nie ein gechipptes Huhn gesehen? Nope. Nicht wirklich. Ich wusste nicht mal, dass es so etwas gibt. Siehst dir ruhig näher an. Naja. Okay, bauen kann ich nichts, das heißt, wir brauchen mehr Materialien. Du bist eine alte Füchsin, Omasina. Schön, dass du es bemerkt hast. Du kannst von Glück reden, dass ich mich um dich... Ich muss immer noch mit dir reden. Okay, ich glaube, ich muss den ganzen Dialog durchmachen. Wie hast du überhaupt überlebt? Wie hast du überhaupt überlebt? Hab ich nicht. Ich bin tot. Hä? Was soll das denn heißen? Was für eine bescheuerte Frage ist das denn? Ich sollte dir eins mit meiner Kelle überziehen. Ich wurde dazu ausgebildet, zu überleben, und das habe ich. Special Forces bei dir? Rein? Wie verfolgst du eigentlich Sechenov? So wie ich jeden verfolge. Technologiesöhnchen. Sagen wir es so, ich habe eine coole Hütte, du hast einen coolen Handschuh. Und wir fragen lieber nicht, woher die stammen. Okay? Okay. Okay. Dann... Du hast eine komische... Was ist daran kleiner anderer... Okay, 5, fertig. Egal. Dann mal Husch-Husch-Söhnchen. Oh, bevor ich's vergesse. Hast du da unten vielleicht ein paar Ringe gefunden? Aus Gold. In einer 3826. Nee, ich glaube nicht. Ringe in einer Kiste? Nein, Oma Sena, ich habe nichts dergleichen gesehen. Ich hatte viel um die Ohren. Na, dann geh schon. Viel Spaß beim WDNH. Danke. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Warte. Du triffst dort Stockhausen, oder? Woher weißt du das denn? Zwitscherte mir ein Vögelchen. Sag dem Crowd, dass es anders hätte laufen können, wenn er nicht so ein Schürzenjäger wäre. Aha. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Schnapp dir im Dorf ein Auto. Es ist ein langer Weg zur Station. Wie, wir dürfen Auto fahren? Okay. Das heißt, Charles, nächste Station... Wer ist eigentlich diese Omasina? Diese Frage ist schwer zu beantworten, Genosse Major. Ich habe sie noch nie getroffen. Ach echt? Ich dachte, du kennst sie. Wieso denn? Du hast kein Wort gesagt, als wir mit ihr geredet haben. Ich dachte, du willst nicht, dass sie deine Stimme hört. Ich werde mich erst dann offenbaren, wenn ich genau weiß, auf welcher Seite sie steht. Das ergibt Sinn. Und was ist dieses Atomherzprojekt, das Dr. Sechenov gegenüber dem Genossen Molotow erwähnt hat? Dazu liegen mir keine Daten vor. Da musste Dr. Sechenov fragen. Ach, ist dir auch egal. Der Boss wird es mir schon sagen, wenn ich es wissen muss. Lass uns einen Weg zur Station finden. Ja, zuerst werden wir das Teil da oben mal abstellen. Und ich hoffe, die Roboter nerven uns dann nicht mehr. Wir sind endlich im System. Oh, jetzt können wir alles überblicken. Wir sollten nach der richtigen Kamera suchen. Die Kamera für was? Wir haben eine Kamera. Erhältst du die Bilddaten, Charles? Ich bin im System. Was bringt mir das? Ah, Escape zurück. Aktive Kameras, 12 von 15. Okay, öffnen wir das Tor. Ach so, solche Scherze kann ich jetzt dann hier machen. Aber ich kann die Sachen hier nicht abschalten, so wie es aussieht. Schade. Schade, schade, schade. Hab ich, der Förster. Ach, zeig dir mal jetzt auf der Karte da die Gegner an, oder wie? Nee, die ist nicht so ganz. Okay, schade. Ich dachte, wir können sie irgendwie abschalten. Also, wir sollen ein Auto klauen. Dass wir da einmal komplett den gleichen Weg wieder retour laufen. So, Kamera defekt. Alter, die scheiß Dinger da. Kamera. Wow, was? Wer hat mich angegriffen? Also, das scheiß Teil.
Kann mal kaputt. Kamera. Alter. Kamera. So, Auto. Ah, komm her. Modulschloss wird vom Ökosystem verwendet. Um den Zugang zu wichtigen Gebieten zu kontrollieren. Nur die Löwenzahnkamera kann mit dem Schloss interagieren. Absatoren können sie über das WLAN. Ja, okay. Also wenn wir so ein Schloss sehen, dann müssen wir zu diesen komischen Türmen, was auch immer, reingehen. Auto? Oh, hi. Roboter. Oh, fuck. Fuck. Oh. Scheiße. Komm her, Kamera! Genosse Major? Fuck. Die Daten der Alarmstufe lassen darauf schließen, dass du geliefert bist. Fuck, ich muss hier weg. Alter, wie viele Kameras sind hier? Alter. Oh, hallo Kollegen. Woher kommen die überhaupt? Ein Hummelroboter transportiert sie aus einer Fabrik in der Nähe. Also ich muss hier weg. Ja. Shit. Ah, das ist bei dir. Alter, kaputt. Okay, noch mehr. Häuser. Da gibt es bestimmt was zu looten. Yes, natürlich. Hallo. Naja, das ist jetzt irgendwie überraschend wenig Loot hier. Moin, Yoshi. Ja, das war's. Sehr überschaubar. Ah, ich höre den Sägemeister. Oh, hallo Kollege. Kein Strom. Fuck. Na komm her. Nice. Da, her zu mir. Ich brauche mal neue Waffen hier. Hörst du mich an? Hallo. Und tschüss. Oh, scheiße, die greift mich an. Okay. Dachte der jetzt vielleicht hat man nicht. Fuck. Zau. Geh weg. Okay, Nahkampf. Nahkampf? Nö, nicht. Okay. Werkstatt. Alles klar. Mal hier drin. Kiste. Okay, das war's. So, einmal komplett durchladen. Dankeschön. 226 Meter. Eigentlich, wenn ich schlau bin, müsste ich die ganzen Häuser hier looten. Oh, aber da unten hat sie ja auch noch ein paar Sachen. Immer diese Gewalt. Ja, wenn ich könnte, dann würde ich hier nicht rumschießen. Aber die Roboter haben was gegen mich. Oh. Nice. Komm, mach deine Sache da auf. Da ist noch eins. Patron ohne Ende. Die Waffe, die ich gar nicht habe.
Oh, Strom. Reiz. Also wirklich open-worldig ist das jetzt auch nicht. Das ist ja noch ein bisschen Schlauch hier. Was ist das? Safe Station? Okay. Speichere Daten. Bitte so, schauen wir mal. Auswählen. Los geht's bitte. Ah, scheiße. Fähigkeiten. Na gut. Oh, Energie. Der Nachkampfangriff füllt mehr Energie. Okay. Verbesserung der weiteren Reduzierungskammer mit der Waffe immer eine weitere Energiezelle. 104. Okay. Was soll es sein, Major? Warum ist das nicht alles in einem Menü? Schon im Besitz, schon im Besitz. Die Montage. Denken wir auch nicht sehr viel. Ja, dann machen wir mal Munition. Wie viel haben wir jetzt? Achso, kriegen wir erst. Hey, was? Nur eins? Ah, ne. 43. 19. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn wir Zug fahren dürfen. Oh, hier schon wieder. Ist das, wenn ich mich anschleiche? Na? Jetzt bitte bloß nicht umdrehen. Komm her. Komm, schleich schneller. Komm jetzt her. Komm, 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 komm. Yes. Geht doch. Nice. Das habt ihr natürlich nicht gehört. Fuck. Naja, wäre so schön gewesen. Alter, was ist denn der jetzt hin? Halt alle, her damit. Tut mir leid. Ich hab einen Roboter. Hallo. Ah, ich kann natürlich da nicht durchschießen. Noch einer? Nö. Was ist eigentlich das Rote, was da immer wieder kommt? Oh, Verdacht. Aber hinterm Haus noch ein Goodie. Auto. Ja, der andere macht noch sein Ding. Sehr gut. Auto? Auto? Auto fahren? Hallo? Ja, da muss ich aber nicht hin. Wir bleiben hier auf der rechten Seite. Für einen Moment, da wäre schon eine Kamera. Irgendwo unter mir. Okay. Oh, Traktor fahren. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Kann ich einfach da runtergehen? Jetzt hat ein paar Kollegen hier. Ja gut, mit Querfeld ein. Ja, toll. Zugstation. Alles klar. Bitte lass mich da ganz normal mit dem Zug fahren. Das wäre echt schön. Die Station ist da hinten.
Oh, oh. Okay, noch mehr gute Ausgang. Alter, wie riesig. Bahnhof. Nice. Ah, wir haben die Station gefunden und der Zug wartet schon. Wir müssen nur noch einen Platz wählen und es kann losgehen. Ich hoffe nur, dass wir unterwegs nicht auf weitere Hindernisse stoßen. Mal den Teufel nicht an die Wand. Sonst ist noch ein Kanisterschloss an der Tür. Ja, das wäre irgendwie nicht so geil. Oh, da geht's drauf. Es tut mir leid. Okay, das wäre unser Doppeldeckerzug. Und das da hinten war mal ein Doppeldeckerzug. Gab's da mal was zu feiern? Holy shit! Ist das der Pullman Orient Express in der Zukunft? Das sieht ja geil aus. Und du bist Schaffner oder was? Und der Barkeeper. Sei gegrüßt, Genosse. Willkommen an Bord von Vortex, dem einzigartigen Hochgeschwindigkeitszug des Transportsystems von Anlage 3826. Ja, wir müssen hier weg. Ich muss sofort zum WDNH. Es ist mir ein Vergnügen, Genosse. Die derzeitige Auslastung der Bahnlinie beträgt 0%. Du kannst sofort abfahren. Dankeschön. Und du bist sicher, dass du nicht durchdrehst wie die anderen Roboter? Ja. Und du bist sicher, dass du nicht durchgedreht bist wie die ganzen anderen Roboter? Du wirst doch nicht den Zug entgleisen lassen, um uns zu töten. Fahrgastsicherheit ist für jedes robotische Fahrzeug von höchster Bedeutung. Unsere Algorithmen... Ich habe gesehen, was eure Algorithmen anrichten können. Charles, gibt es in dieser Station eine Neuropolymerkapsel mit einem Handbuch für den Zug? Dann könntest du den Vortex selbst steuern. Leider ist diese Station kein Verkehrsknotenpunkt. Hier gibt es keine Handbuchkapsel. Ach, scheiße. Ja gut, dann mal los, aber das wird garantiert nicht gut enden. Du hast eine Fahrkarte erworben. Was? Eine Fahrkarte? Eine beschissene Fahrkarte? Spinnst du? Überall liegen Leichen rum. In der ganzen Anlage gilt ein Notprotokoll, es starte den beschissenen Zug. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Wow. Ich entdecke keine Anzeichen einer Schwangerschaft. Lege eine Bescheinigung deines Gynäkologen vor. Ich zeig dir gleich was ganz anderes, du Stück Scheiße. Wenn du eine geistige Behinderung hast, dann lege deinen Behindertenausweis vor. Das war's, du bist tot. Genosse Major. Beachte bitte, dass dieser Rafe kein autonomes System ist. Er ist der Hochgeschwindigkeitszug Vortex. Wenn du ihn zerstörst, kann der Zug nicht mehr fahren. Also gut. Hör mal zu, du elender Blechhaufen. Wo kriege ich diese beschissene Fahrkarte her? Du kannst sie am nächsten Fahrkartenschalter erwerben. Es gibt Ermäßigungen für Passagiere, die mit Kindern reisen. Welcher Fahrkartenschalter, du Drecksteil? Alle sind geschlossen. Alle sind tot. Niemand verkauft Fahrkarten. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Halt deine Scheißfresse! Wenn das so weitergeht, werde ich den ganzen Weg zum WDNH noch zu Fuß zurücklegen. Ah, einziger Zug, was ist da unser Besonderes? Fliegt ja einfach durch die Luft. Okay, wir gehen mal. Finde eine Zugfahrkarte. Ja, geil. 153 Meter. Wobei, hier ist ja noch ein paar andere Marker. Alles klar. Was soll ich jetzt machen? Etwa jede einzelne Leiche durchsuchen? Ich würde dir empfehlen, mit den polymerisierten Opfern zu reden. Muss das sein? Ja, das ist irgendwie nicht so geil. Okay. An der Stelle werden wir die Episode aber erstmal beenden. In der nächsten Episode werden wir dann schauen, wie man zu dieser Fahrkarte kommt. Und ja, dann dürfen wir hoffentlich mal mit dem Zug fahren. Der ist dann hoffentlich nicht unbedingt. Also, bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.